Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer weiteren Folge Tramsim. Schön, dass du da bist. Wir gucken uns heute hier mal die Tramsim-Challenge an. Hat man natürlich auch schon im Livestream angeguckt, aber falls der ein oder andere das eventuell verpasst haben sollte, der kann sich jetzt hier gerne nochmal dieses Video hier nochmal angucken zu den Tramsim-Challenge. Insgesamt sind aktuell in der Fassung 3 Spiele drin. Das Bowlen fehlt noch und da war noch irgendwas fehlt noch. Deswegen sind jetzt aktuell nur 3 und die wollen wir uns jetzt, wie gesagt, hier alles anschauen. Dementsprechend würde ich sagen, los geht's, wir starten die Tram-Challenge. So, wo ist meine Maus? Meine Maus ist da, ist sie wunderschön. Perfekte Halt. In der Tram-Challenge Perfekte Halt musst du mit deiner Straßenbahn auf einer Strecke beschleunigen und dann im richtigen Moment abbremsen, um bei der Markierung stehen zu bleiben, ohne diese dabei zu überfahren. Je genauer du auf der Markierung zum Stillstand kommst, desto mehr Punkte TCP generierst du. Überfährst du die Linie, wird die verfehlte Distanz von deinen gesammelten Punkten TCP abgezogen. Aber Achtung, du kannst nur mit einer Notbremsung stehen bleiben, sonst wäre es ja zu einfach. Okay. So, da sehen wir das Ganze. Runde 1 sind wir jetzt. Und wir müssen jetzt also gib ihm beschleunigen. Und dann müssen wir bremsen. Oh, das war jetzt ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber naja. Oh, nicht mal das haben wir geschafft. Also du musst gar nicht so extrem ranfahren und ranbremsen. Ja. Du kannst ruhig dir schon ein bisschen Zeit lassen. Runde 2. Na denn, auf ein neues. Das soll halt irgendwann dann auch im Multiplayer funktionieren. Also mit Freunden zusammen könnt ihr das Ganze dann testen, spielen. Bin mal gespannt, wie das denn rüberkommt. Mann, nur verdammt. Immer noch 1 Meter. Man muss hier immer so eine Punkte setzen, am besten, wo man hinfährt. So, und letzte Runde. In den Tram-Challenge. Dann kommen wir nämlich schon zur nächsten Aufgabe. ¼ cm. No, das hört ja schon deutlich besser an. Ja, das kann sich doch schon mal sehen lassen, würde ich sagen. Wundervoll. Wie gesagt, man muss sich halt immer irgendwo so Punkte setzen, ja, wo das halt perfekt klappt. So, Multi-Challenge, alle einsteigen. In der Drum-Challenge, alle einsteigen, musst du mit deiner Straßenbahn so exakt stehen bleiben, damit die Markierungen im Türbereich der zweiten Türe mit der Markierung am Bahnsteig auf der Linie sind. Je geringer der Unterschied zwischen beiden Markierungen, desto mehr TCP-Punkte bekommst du. Okay, na denn. Ja, die ist schwer, nämlich. Denn wir sehen da natürlich die zweite Tür nicht. Wir haben nicht mal eine Außenperspektive oder sowas. Wir können uns. Ich kann hier zwar die Türen aufmachen, ich kann aber nicht aufstehen, so. Weißt du, das ist ein bisschen blöd. Die zweite Türe, also nicht die, sondern die da hinten, die muss dann halt drinstehen. Und ja, mach das mal. Das ist schon ein bisschen tricky. Wir müssen natürlich auch nicht immer so ranrasen. So, jetzt haben wir hier die Tür 1 und da ist die Tür 2. Oh, 198. Eieieiei. Was? Ich hab nicht mal einen Pfeil. Au, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, was ist denn jetzt los? Irgendwie kann ich jetzt gerade. Ich kann gerade meine Maus nicht bewegen. Achso. Ah, okay.
Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter vor, auf jeden Fall. Shoot. Wichtig halt immer irgendwie ein bisschen merken, wo man hält. Also wir waren jetzt hier vorm Zebrastreifen. Oh, das war wieder nicht gut, oder? Ach Mann. Da hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr passieren können. Wir hatten im Livestream ging es eigentlich ganz gut, aber diesmal sollte es leider wieder nicht so sein. Achte auf die Geschwindigkeit. In der Tram-Challenge, achte auf die Geschwindigkeit, musst du dein Gefühl für die Geschwindigkeit unter Beweis stellen. Zu Beginn der Runde wird eine zufällige Geschwindigkeit genannt, auf welche du mit deiner Straßenbahn beschleunigen sollst. Neben der Strecke ist ein Radar aufgestellt, welches deine Geschwindigkeit an der definierten Markierung misst. Der Haken: weder das HUD noch das Tacho im Cockpit funktionieren. Je näher du an die vorgegebene Geschwindigkeit rankommst, desto mehr Punkte bekommst du. Okay, na dann. Wie schnell dürfen wir? 38, 38, okay, na dann. Probieren wir es. Naja, das war jetzt nicht so genial. So, zweite Runde. Wie viel dürfen wir? 33. Dreiunddreißig. Oh, stopp. Naja. Das ist ja schon mal etwas. Nicht ganz so schlecht. Und Runde 3. 10 km/h. Geil. Oh, das war gar nicht so schlecht, würde ich tatsächlich sagen. Ja, geht zwar natürlich noch einiges, aber ich glaube, das kann sich sehen lassen. Gut, wundervoll. Und das waren sie. Das waren die Drum Challenge. Schaffen wir es? Sonst schaffen wir noch Silber? Und wir nehmen nicht mal Silber mit. Das ist ja nun mehr als schlecht. Alter Verwalter. Zurück zum Hauptmenü. So, Tram Challenge. Nochmal, los geht's. Haben noch ein bisschen Zeit, da können wir das jetzt einfach mal hinten anlegen. Vielleicht machen wir es jetzt besser. Ach so, okay. Nee, er will nicht. Er will nicht nochmal. Er sagt jetzt hier wieder Fatalirre. Das ist zum Beispiel ein neuer Fehler, den ich jetzt hier tatsächlich bekomme, dass die Unreal Engine ständig hier mir abcrasht. Das hatte ich jetzt vorher, nach dem Update hatte ich das jetzt nicht und jetzt ist es wieder da scheinbar. Oder was heißt wieder da? Es ist da und ich kann es gar nicht beeinflussen. Dies ist halt ein bisschen mega lame. Ja, jetzt ist die Folge dementsprechend aber doch relativ kurz, aber so ist es halt. Man kann das ja immer nicht, ja, sonst hätte ich das Ganze nochmal gemacht. Aber auf jeden Fall sind das zumindest die Tram-Challenge, die du hier in Tramsim erledigen kannst. Wie gesagt, zwei Aufgaben kommen noch dazu und dann ja, hast du eigentlich was Schönes. Aber das ist halt so für zwischendurch halt mal so wirklich toll ist das ganze Feeling jetzt. Meiner Meinung nach jetzt nicht so grandios. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu hier in die Kommentare posten. Was ihr davon so haltet und dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein und wir verabschieden uns. Wir sehen uns heute Abend dann im Livestream wieder. Würde ich mich natürlich freuen, wenn du wieder dabei bist und ich verabschiede mich. Sage danke fürs Zugucken, Leute. Bis denn. Tschüss.